Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, meine Freunde, die Messe war vor ein bis zwei Tagen. Für euch ist sie jetzt schon zwei, drei Tage her. Für mich war es quasi gestern. Und ich hatte die Möglichkeit, bei Savage am Stand zu sein, ja, beim ESSA German Tobacco. Lieben Gruß an Cool Savage und den Serda, der mich noch hintergeholt hat in diese VIP-Area von Savage. Ja. Haben wir kurz gequatscht. Und eventuell kommt da in Zukunft ein bisschen was mit dem Savage. Wir werden jetzt kein Album aufnehmen, ja, Freunde. Da könnt ihr euch schon beruhigen. Ja, es kommt kein Album, meine Freunde. Heute geht es um den ESSA Tobacco Triumph, meine Freunde. Sie wollen den Thron haben, guck, ich weiß, jeder wäre gern die Eins. Oh, und sitzen sie darin, merken sie dann schnell, sie sind dafür zu klein. Oh, sie können mich gerne lieben oder hassen, rezensieren, denn es ist mir egal. Ich kann mich nicht bekriegen mit paar Waffen, keiner ist auf meinem Level verbal. Yeah. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, 200 Gramm, 17,90 Euro. Schnittfeuchtigkeit habt ihr auch gesehen. Und keiner kann sich natürlich vorstellen, Triumph, Digga. Ich rauche heute Triumph. Was soll das überhaupt sein? Es ist Doppelapfel, Traube, Minze. Da denkt sich der ein oder andere jetzt erstmal, Doppelapfel und Traube, Minze. Okay. Wir kommen gleich erstmal zum Geruch, Freunde. Also geruchlich muss ich sagen, ihr habt natürlich erstmal im Vordergrund diesen Doppelapfel. Ein süßlicher Doppelapfel und im Hintergrund versteckt sich wirklich eine Traube-Minznote. In Kombination, es klingt total krank, aber es ist vollkommen geil. Ihr wisst ja, ich mag Traube-Minze, ihr wisst, ich mag Doppelapfel. Und diese Kombination hört sich wirklich erstmal sehr, sehr freaky an. Ja. Wir kommen gleich zum Rauch, zum Setup. Und ich muss euch wirklich sagen, die Kombination ist freaky, aber sie ist geil. Ja, Setup, Freunde. Ion Aurora, Tonkopf, Bro, Phoenix, 3-Ton Kokocha Goldkohlen und dem Magic Glass Rainbow Fine Line. Ihr wisst Bescheid, Mutschik. Wir kommen mal zum Rauch. Ja, Rauch tut das Ganze sehr gut, meine Freunde. Ich werde die Kohlen gleich nochmal ein bisschen mehr in die Mitte legen. Ja. Er verträgt wirklich sehr viel Hitze. Drückt nicht, kratzt nicht, lässt sich sehr entspannt rauchen, meine Freunde. Bevor es weitergeht, ich drehe kurz die Kohle. So, also ihr könnt hier wirklich dem Tabak Hitze geben an Groja. Ihr könnt hier ziehen wie ein Pferd, da passiert wirklich gar nichts. Der Tabak ist wirklich ganz, ganz frisch auf dem Markt. Da dachte ich mir, hoffentlich ist die Molasse gut eingezogen, hoffentlich drückt der nicht oder so. Ja. Wirklich alles easy peasy, meine Freunde. Ricke geht hier auch lässig klar. Bingo, bango, bongo. Ja, und geschmacklich, meine Freunde. Ist es was? Ist es nichts? Also ihr habt beim Einziehen eine leichte, kühle Note. Ja, ist jetzt nicht zu krass. Ja, geht über den Kehlkopf. Sehr entspannt gehalten das Ganze. Dann kommt diese Doppelapfelnote. Und das ist ein Doppelapfel, ich habe den schon im Hotel geraucht mit den Jungs. Diese Doppelapfelnote. Es ist eine süßliche Anisnote, die so einen leichten Film auf der Zunge hat, was wirklich sehr, sehr lecker ist, muss ich sagen. Es legt sich wirklich wie so ein Film im Mund ab, ja. Beim Nachschmecken habt ihr noch wirklich eine süßliche Anisnote, muss ich sagen. Die vom Malfache ist etwas heftiger, sag ich mal. Und die Doppelapfelnote geht etwas in diese süßlichere Richtung. Und hinten raus kommt Traube-Minze. Ja. Ich hatte erst gedacht, Doppelapfel, Traube-Minze. Wirklich, was ist das für eine Kombination? Ja? Habe ich noch nie gehört. Aber es ist wirklich geil aufgesplittet. Ihr habt diesen Doppelapfelfilm und hinten kommt dann diese Traube-Minze und sagt auch nochmal Hallo. Und es ist eine geile Kombination. Ne? Ich muss natürlich dazu sagen, wer auf Doppelapfel nicht steht, lasst die Finger von. Ja? Ihr werdet den Tabak rauchen und euch denken, Digga, das ist ja Anis, was ist das denn? Lakritze mag ich überhaupt gar nicht. Hinten ein bisschen Traube-Minze. Wer
von Hause aus nicht auf Doppelapfel steht, für den ist der Tabak nichts. Ja, also Doppelapfel alleine ist ja so ein 50-50-Ding, ja, hate it or love it. Und Doppelapfel, Traubeminze, ich habe den auf der Messe geraucht, Deluxe. Ja, es ist eine geile Kombination, es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Wer auf Doppelapfel steht, wer auf Traubeminze steht, legt euch den zu. Ich glaube, in den nächsten Tagen sollte der in den Shops verfügbar sein. Ja. Esser Triumph, Freunde, gibt es von mir eine Kaufempfehlung. Ja, wirklich leckeres Ding, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, diese Kombination klang wirklich etwas eigenartig, aber er ist definitiv sehr, sehr lecker. Das Lustige ist, ihr verspürt diese leichte Note, diese leichte, süßliche Doppelapfelnote, pustet aus und denkt, das wird, glaube ich, gerade Traubeminze geraucht. Also es ist wirklich sehr, sehr gut ausgewogen, ja, von Doppelapfel und Traubeminze. Es ist nicht zu viel Doppelapfel, dass ihr diese Lakritz-Anis-Note komplett überwiegt. Ihr schmeckt die Traubeminze hinten auch raus. Und das ist wirklich sehr, sehr lecker und ich glaube, dass diese Dose nicht sehr lange halten wird. Ja, Freunde, falls ihr mich wieder seht, war es auch schon. Kurzes, knackiges Ding heute. Falls euch das Video gefallen hat, belohnt mich mit einem Däumchen nach oben oder hinterlasst ein Abo, falls ihr noch nicht getan habt. Wir sind Road to 120.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank für euren Support, meine Freunde. Ich nehme noch einen Zug und dann bin ich draußen. Halt mich fest, Marie. In diesem Sinne bedanke ich mich, meine Freunde. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Haut rein, euer Shisha Schmidt.